Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wobei, ganz so neu ist es nicht. Wir spielen nämlich Star Trucker und da habe ich die Demo damals gespielt. Und jetzt ist es final draußen für mich, gerade vor einer halben Stunde veröffentlicht worden. Hab's ja gleich geholt. Und ja, jetzt machen wir ein Let's Play draus. Und ich habe damals schon gesagt, ich werde eins machen, weil die Idee finde ich halt mega geil. Und ich hoffe, das Spiel kann liefern. Den allerersten Teil habe ich jetzt schon mal übersprungen, weil das ist das gleiche wie in der Demo, dass man hier da draußen die Schäden da heben muss, dann die erste Fracht hier abliefern und dann soll man hier andocken für das nächste. Und genau da sind wir jetzt. Und wir müssen uns eigentlich nur noch da hinten andocken, uns was Schönes aussuchen und dann geht's los mit der wilden Fahrt. Ah, das sieht geil aus. Und Stand jetzt leider noch kein Multiplayer. Vielleicht kommt es noch. Na gut, gehen wir mal hier rein. So, und dann müssen wir da hinten mal andocken. Beziehungsweise muss ich mal schauen, wo unsere Bucht überhaupt gerade hinkommen ist. Die ist da. Okay, wir müssen noch mal ein bisschen nach oben kommen. Wir driften nach unten. Ah, Weltraumsteuerung. Das wird noch witzig. Ja, wir müssen das anders machen. Wir müssen da erstmal ein bisschen rausfahren. Rückwärts fahren im All. So, gib mal Gas bitte. Ja, könnte das reichen? So, jetzt rückwärts. Ja. Und jetzt schön da rein. 10 Meter noch. So, und dann müssen wir dann gleich mal kuppeln können. Ne? Jetzt. Wunderbar. So, da haben wir jetzt unsere Auftragsliste. Mal kurz gucken. 6,1 Lichtjahre entfernt, ein Sprung. 2 Stunden 15 Minuten. Echt so lang. Dann was für eine Zeit geht der da? Da kriegen wir 1200 Dollar. Da kriegen wir 2000. Zwei Sprünge. Ja, weißt du was? Einlieferung. Baumwollblöcke. Dieser Frachtvertrag wird ab dem 2.8. Datum des Kraftdienstes zwischen Franks Logistics Firma und Bravura Line Fahrer. Okay. Die Firma behält sich das Recht vor, unter folgenden Umständen Entschädigung von bis zu 4.000 zu verlangen. Vorzeitige Beendigung des Vertrags durch den Fahrer, Zurücklassen von Waren durch den Fahrer. Alter, das ist ein richtiger Vertrag hier. Ah ja, nehm an. Habe ich natürlich gelesen. Gut. Das wäre das. Okay. Das heißt, wir müssen abdocken. Break for barrel, break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard, it was a parking lot out there. Oh, nowhere in the galaxy, you hear that? All clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. So, ich flieg da jetzt einfach mal querfeld ein. Just reading the mail here at the pit stop. Ah, wobei, ich glaube, das werde ich bereuen. Da hat's einen Haufen Schrott. Sheriff instincts die hard, don't they, old bear? Now, who you calling old ace? You've been out here just as long as I've been. Listen to you two turkeys arguing again. You're hogging the channel. Oh, it's just a break, Eddie. Ain't no one out here with us anyway. Ja, an die Steuerung muss ich mich echt noch gewöhnen. Problem.
Ich habe noch kein Rufzeichen. Was? Lucky Break? Nee. Wir sehen nix. Lucky J. Don't you have somewhere to be, Barrow? Yeah, yeah. I got a cold rig that's gonna Fracht ist noch 2,4 Kilometer. Wenig Energie. Was? Die Energie mindestens einer deiner Trucksysteme ist niedrig oder verbraucht. Achte darauf, Energiezellen regelmäßig zu ersetzen, um Systemausfälle, Verzögerungen bei Aufträgen und deinem Tod zu verhindern. Woher hast du die Info? Das hatte ich beim Angezockt ja auch schon. Ach da, Gravity. Oh no. Können wir kurz bitte anhalten? Stehen wir? Ja. Gravity war, glaube ich, hier drin, ne? Ja, genau. Ja, das Bewegen deiner Kabine ist beeinträchtigt und aufgrund von schlecht verstauten Gegenständen. Ja, genau. So, ablegen. Ich brauche die Energiezelle. Schnell wieder rein. So, kann ich das wieder zumachen? Das Thema Verstauen, das war etwas, was ich schon machen sollte, ne? Kann aber da nichts reinmachen, ne? So, du kommst mal hier rein. Die hat fast nichts mehr. Bin mal gespannt, wie das dann wird. Mit den ganzen Ersatzteilen. Vom Schwierigkeitsgrad her habe ich ausgewogen eingestellt. Also soll heißen, wie oft man dann hier etwas machen muss. Und ich hoffe, es passt soweit. Gut, wieder rein in den Truck. Und was ich jetzt unbedingt brauche, ist Musik. Nice. Okay, da vorne ist die Fracht. Außenansicht, sie. Der muss unbedingt noch mal ein bisschen customized werden, der Truck. Aber jetzt erstmal Geld verdienen. Ist das eigentlich egal, von welcher Seite ich da andocke? Ich glaube, ich werde davor mal drehen. Hätte ich noch ein bisschen öfter ETS und ATS gespielt. Also einmal drehen, rückwärts ran. Hier kann man ja leider nicht cheaten. Oh, falsche Kamera, die Kamera brauche ich. Machen wir mal zurück. Was? Wechsel zur Andockkamera und fliege vorsichtig heran. Ja, das mache ich ja gerade. So. Ja, das sieht gar nicht mal so falsch aus. So. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, 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 oh. Okay, mit abgreifst du jederzeit auf deine Energiekarte zu. Hier kannst du Lieferrouten planen und Informationen über Orte ansehen. Okay, ich muss nach da. Über Medusa 6. Okay. Das wäre dann 2. Warte mal. 1 wäre dann Medusa 6 und dann Edinburgh. Und das scheint das ganze System bisher zu sein. I guess.
Gut, was haben wir hier sonst noch? Konvoi. Okay, das sind die ganzen anderen Kollegen hier. Die Fracht, was wir so haben. Und dann haben wir hier noch Fertigkeiten. Verfügbar, Just-in-Time-Aufträge oder zerbrechliche Ladungen. Wir haben aber keinen Fähigkeitspunkt. Okay. Gut. Medusa 6. 7,8 Kilometer. Ich würde sagen, düsen wir mal. Sehr gut. Sprit, 57 Kilometer, Energiezellen. Schauen okay aus. Der Nachteil, was ich gerade sehe, wenn wir natürlich hier Ladung dran haben, da können wir nicht an den Shop raten, außer wir tun halt temporär mal abkuppeln. Hoch da. Soll das sowas wie eine Nebenstraße da oben sein? Warte mal, Zoom, Z. Geht nicht. Geil. Oder ist das ein Portal? Immer noch nicht so ganz sicher, was ich da eigentlich sehe. Ich glaube, wir haben hier eine Asteroidenwarnung. Wo hätte ich denn auch sonst fahren sollen? Oder fliegen? Also was man jetzt hier besser sagt. Na, das ist ein Jump-Portal, auf das ich seitlich zufliege. Ja. Ja, gehen wir mal ein bisschen in die Höhe. Dann da links rein. Alles online. Ich glaube, ich hätte gern diese Ansicht. Ja, da müssen wir rein. Irgendwas Barke. Ja, was? Muss ich da machen? Oder war das einfach nur Hindernis? Ich spiele das zum ersten Mal. Also nicht ganz, das zweite Mal. Und zum ersten Mal im Full Release. So, wenn ich das richtig habe, dann müssen wir ja hier davor einem anhalten. So, halte mir den Truck in der richtigen Entfernung an. Ja, haben wir schon. So, wie weit soll es denn noch sein? Hier? Nee. Einmal weiter ran. Noch nicht gut. Mal noch ein bisschen weiter ran. Ah, jetzt. Yes, und Sprung. Nice. Sekte betreten, Medusa 6. Alles noch okay. Emerald Junction Express Tor, 3,6 Kilometer da rechts oben.
aber war das nicht auch das gleiche, wo ich eben angezockt hingegangen bin? Das Edinburgh. Ich will da mal kurz auf die Karte gucken. Top. Ja, wir müssen nach Edinburgh. Also irgendwie dann auch links. Bisschen drehen hier. Das ist eigentlich mit so einem Hooters-Controller, wäre es, glaube ich, vermutlich viel einfacher zu steuern. Oh, Express-Tor. Oh, Mann, ey. Ja, da haben wir es. Da möchte ich mich nochmal ausrichten. Und ich warte nur drauf, bis es passiert, dass ich mit so einem Truck jemand zusammenknall. Okay. Was Trümmer in der Nähe? Ich sehe da jetzt eigentlich keine Trümmer. Aber passt. Nö, nee, Schink und doch. Ich würde gerne auch Edgeburgh fahren. Ja, das ist mal ein bisschen flotter ran. Nice. Oh, jetzt merke ich es gerade erst. Die Uhrzeit geht hier an und mit nach vorne. Bullshit, wo bin ich denn jetzt? Okay. Das ist durch. Na, ich sag bloß jetzt, ich muss jetzt hier um die enge Kurve. Ja, geil. Oh, das ist total Trucker-unfreundlich. Okay, wir haben es geschafft. Oh ne, rückwärts einparken. Oder, nee, ich glaube, ich kann durchfahren. Ja, war sehr geil. Was macht das Spiel wohl, wenn mir der Sprit ausgeht? Gibt es denn sowas wie einen Pannendienst? Ich glaube, das könnte eng werden, da mit reinfahren. Ja, mal gucken. Schön Piano. Ja, ich mach das lieber von da. Ja, easy. Oh, das könnte aber noch spannend werden mit vorne rausfahren. So, Farbe bitte ändern. Gut. Nice! 27 Kilometer. $2000. Heutiges Fliegen. 0 XP. Für Lieferung 99. Okay. Geil. Level Aufstieg. Ah, was machen wir denn da? Zerbrechlich oder just in time? Ich würde mal sagen, just in time. Dürfte zu früh ein, ist der Ablageort noch nicht bereit. Kommst du jedoch zu spät, verzögert sich kommende Lieferung und du erhältst einen Abzug. Das Plan von Wartungen, Tankstops und weiterer Aktivität bei Just-in-Time-Aufträgen führt zu minimalen Standzeiten zwischen den Aufträgen. Ja, klingt aber spannend. Freischalten. Okay. Weltraumtraining. Minus 30% Energieverbrauch. Oh ja. Und minus 15 CO2.
Nacht haben wir jetzt so keine mehr. Enthält ein Gegenstand. Da ist was drin? Hey, ich dachte, ich kann das nicht aufmachen. Heard you've been given a just-in-time job permit. If that's so, then I might have a teeny-tiny job for you. Come find me at Harmony Link over in Atlas Prime if you're interested. Atlas Prime? Okay. Sehr, ich will noch mal ganz kurz was nachsehen. Jetzt waren diese Hartschalen-Dinger da. Ah, Rechtsklick öffnen. Wait. Da ist ein Luftfilter drin. Kann ich da noch andere Sachen reinmachen? Das war jetzt die, was jetzt... So, das machen wir mal. Tun wir die Sachen hier rein. Du kannst auch mal herkommen. URK. Was, den URK machen wir dann auch noch rein? Haben wir dann noch einen? Ja, den hier. Handwerksbedarf. Das kann man da reinmachen. Machen wir das auch noch rein. Irgendwas Kleineres noch. Natur mit Arbeitskleidung. Okay, dann kann das hier nicht mehr so doof in der Gegend rumschwirren. Perfekto. Das ist dann einfach nur Trash hier. Ah, nein, ist Putzmittel. Das ganze Ding Putzmittel? Okay. Gut. Ich glaube, sauberer wird's nicht. Fürs Erste. Was läuft eigentlich da draußen? Ah, die sind am Springen hier. So, dale. Geh mal rein hier. Truck-Status, soweit okay. Wir brauchen mal wieder so Energiezellen. Das ist auch okay. Gibt es eigentlich da hinten Fracht zu mitnehmen irgendwo? Da war viel Gasworks. Zimmerwell Yard. Jetzt sagen wir, fahren wir noch da hinten. Beziehungsweise muss ich hier erstmal rauskommen. Ohne anzuecken. Im Weltraum kann man sowas ja machen. Oh Mann. Relax with laid back listening. Okay, ich muss mich drehen, ich muss mich drehen. So, und vorwärts. Ich möchte dann auch gerne mal irgendwie so ein Road Train hier mal fahren, fliegen. So mit mehreren Sachen hinten dran. Okay, gehen wir wieder rein. Aber wenn es geht, dann möchte ich hier keine Leerfahrten machen. Ist ja nicht so effizient. Mit der Kamera geht es irgendwie viel geiler hier. Aber diesen Drift, den man hier im Weltall hat, der ist echt ein bisschen gemein. Ach, da hinten ist es. Bitte sag mir, dass ich dafür das nicht eine extra Lizenz brauche. Ah, schon wieder Trümmerwarnung. Ja, okay, ich war jetzt da. Ach da, Shop, Auftragsbörse, geil. Ich glaube, wir gehen zuerst in den Shop rein. Das heißt, wir gehen hier mal ein bisschen nach oben.
So. Einmal wenden. Falsche Kamera. Wo ist das Ding jetzt? Ich muss nach unten. Nee. Warte mal, die Ausrichtung ist mal komplett falsch. Falsche Richtung. So, jetzt. So, jetzt rückwärts irgendwie ran. Hä, aber die Kamera? Ach da, jetzt. Hey, ich hab's erkannt. Ich ziehe mal ein bisschen so, damit ich nur eindrehen kann. Yes. Es geht auf. Das sieht gut aus. Komm, 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 bisschen noch. Frank's Logistics is the number one transporting logistics company this side of Three Kings. Und andocken. Nice. To get your goods where they need to go. Frank's Logistics. Irgendwann kriegen wir so 3 Punkten hin. Okay, das sind meine Container. Hartschalen-Container. Ich hätte gerne nochmal so einen Container. Und Energiezellen hätte ich gern. Kann ich nur eine kaufen? Ach, da gibt es unterschiedliche Größen davon. Okay, örtliche Preise, Energie plus 23%, Chemikalien weniger. Und ich kaufe da gleich die große. 2340 kostet der Spaß. Brauche ich das Datenkabel für irgendwas? Putzmittel. Ich würde es mal behalten. Und die eine Energiezelle würde ich verkaufen. Aber bestätigt. In der Luftschleuse. So. Vielen Dank fürs Erste. Hey, da rein bitte. Dankeschön. Ah. Oh. Komm jetzt. Dankeschön. Und runter mit dem Zeug. Also was, da machen wir eigentlich so ein Teil nur mit Energiezellen. War schon mal nicht drin gewesen. So, das war die mit wenig Energie. Ich verkaufe ich wieder. Du kommst da rein. Jetzt hätten wir hier noch wieder Platz, dann können wir das hier mit reinmachen. Und haben wir noch was Kleines? Bist du da vielleicht mit rein? Ne, ist zu groß. Okay. Dich mache ich mal da rein. Perfekto. Energiezellen da unten. Und dich. Du kommst mal hier rein. Wollte ich jetzt eigentlich rauf? Lassen hier nicht möglich. So kann ich den Shop wieder aktivieren. I see. TP-Ladung.
Da kriege ich 150. Alter, das kostet ja richtig viel Geld. So Energiezellen. Ich habe keine Möglichkeit, Temperatursteuerungs... Nein, das sind die ganzen URK. Das sind Energiezellen drin. Ich habe nicht irgendwie die Möglichkeit, die Energiezellen hier drin beim Fahren aufzuladen. Die sind beide schon auf Hälfte. Gesperrt. Da kann ich die unterschiedlichen Systeme abschalten. Aber ich habe nichts zum Laden. Das ist aber doof. Und da steht aber ein Wert, Klammer 500, und ich kriege aber nur 150. Mach das nochmal auf. Das ist so ein Preisunterschied, behalte ich dich fürs Erste. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sich aufzuladen, dann tue ich mich ärgern. Gut. Aber dafür dann in den Koffer rein. Im Fall der Fälle. So. Muss sagen, das System funktioniert eigentlich ganz gut. Judy, ab doch. Wir müssen jetzt mal eins nach unten. Für die Aufträge. So, genau andersrum jetzt. Sehr gut. Na komm. Ganz klein wenig. Perfekt. Was haben wir denn da? Neidenstoffe, 3 Kilometer. 2000. Nehmen wir 2970. Jeweils 2 Sprünge. Da hat man einen Tanker. Ja gut, warum eigentlich nicht? Edinburgh Minerva Freight. Ja, das gleiche wieder. 4000 bei Schaden. Kann ich 2 zeitgleich annehmen? Oder ist das, warte mal, sag mal kurz löschen. Ist das eine Fertigkeit, dass ich 2 machen kann? Fertigkeiten. Schwerlastladung. Schalte die Aufträge mit folgenden frei. Schwerlastladungen. Nee. Fernstreckenaufträge. Ha, nee, ich lasse das erstmal bei 1. So, Aufträge. Das war perfekt Timing. 2 Sprünge Zitronensäure, 2 Sprünge Zitronensäure. So habe ich das 2-mal. Gut. Gib dich nach Emeralds und hole Zitronensäure vom Buch. Ab, gib dich nach Edinburgh, lade Zitronen. Oh, ich muss auch noch was laden. Oh, das ist neu. Karte. Emerald Junction. Gut, das ist neu. Dependency Loop. Medusa 6. Da hinten.
Moin, Kollegen. Oh, der ist aber auch ganz schön lang hier. Ah, ich habe mich echt schon so gefreut auf das Spiel. Mal gucken, vielleicht irgendwann auch mal ETS oder ATS. Hab's ja schon mehrfach angeteasert. Ja, ist ja gut. Oh! Oh, shit. Das war nicht so geil. Was sind auf der Straße also hier Trümmerteile? Ja, gut, Straße ist relativ. Immer so mal Flugempfehlung. runter hier. Oh, da. Quer rüber. Nicht so sehr driften. Au! Hüllenbruch. Das war jetzt nicht so gut. Shit, jetzt muss ich raus. Ja. Es kommt davon, wenn man hier rumrast. Nee, brauchen wir. Auch gleich drei. So. Na komm. Sag mal, werde ich davon irgendwas gerannt werden, dass ich hier am Reparieren bin? Was soll denn das? Wo ist der andere Schaden? Da vorne irgendwo. Ach da. Bei der Tür. Ja, ich gebe ja schon mein Bestes. So, Schleuse. Das sollte es gewesen sein. Glaube ich. Start ist ja nicht so geil. Ja, ungeil. Ich mach sowas wie eine Tankstelle, glaube ich. Ja, Tankstelle. Chuck-Shadow, Zylinder geht niedrig. Und wie kriege ich die hoch? Mal ganz kurz schauen, was unser Chuck da eigentlich gerade macht. Okay. Ja, wir sollten mal hier mal wieder in eine gerade Position kommen. Und dann machen wir hier mal einen Sprung. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss hier mal in die Warteliste hier da mal wieder rein. Gott sei Dank habe ich das nicht mit Ladung gemacht. So, Kollege, jump mal. Der fährt einfach so durch. Nee. Ja, wir sind nicht gerade gerade. Aber hat beim letzten Mal auch funktioniert. Und Sprung. Nice.
So, Expresszorn nach Emerald Junction. Und da mein Choco Fuel. Da würde ich gern mal hin. Also zur Tankstelle. Sehr cool. Ich würde sagen, ich flieg mal einfach geradeaus. Wir haben schon wieder Trümmer. Ja, da ist sie, danke. Bitte sag mir, dass ich da Energiezellen auftanken kann. Man könnte hier eventuell die anderen ausbauen und laden. Oh, das wird schief gehen. Wird doch bestimmt irgendwo wieder anduzen hier. So, schön sachte. Sieht ja gar nicht mal so doof aus. Ich bin zu hoch. Gut, dann gehen wir hier nach unten. Alter, der Truck schaut echt schlimm aus. Und rückwärts. So, da Tank starten. Es ist ein geiler Benzinpreis. Den hätte ich auch gern jetzt. Okay, wir werden 93 Kilometer nur. Mit 1833 Liter. Na gut. Space Kilometer. Wie kriege ich das mit den Energiezellen hin? Irgendwo hier drin soll es ein Handbuch haben. Hat das Tutorial gesagt. Wo ist dieses Handbuch? Was ist denn hier passiert? Irgendein Unfall oder wie? Gott sei Dank habe ich es eingepackt. Naja, mache ich später. Wo ist dieses Handbuch? Handbuch, Handbuch, Handbuch. Das sollte doch hier irgendwo sein. Irgendwo hier im Truck. Es hat so ausgesehen. Jetzt müssen wir es nur irgendwo rausziehen. Warte mal, vielleicht muss ich mich wieder hinsetzen. Die haben dann nur davon. Ach da. Nutzerhandbuch. Fliegen, Zulassung, Zivilfunk, Energie. Was ist es immer benötigt Energie? Ja, das ist klar. Achtet auf Energiezellen regelmäßig zu ersetzen, um Systemmaß für die Verzögerung bei Aufträgen. Ja, da steht nur ersetzen. Dann sogar das Sicherung, Überwachungsbildschirme, Hüllenintegrität. Wie kann ich eigentlich das dann reparieren? Ja, überwachen. Das ist auch klar. Das Flicken deines Vertrags von Hand ist ein guter Notbehelf, aber um deine Hülle vollständig zu reparieren und die Integrität wiederherzustellen, solltest du deiner hiesigen Auto Essentials Werkstatt einen Besuch abstatten. Aha. Gut, also wir müssen zum Mech. Und hier steht nichts von Aufladen. Schade. Okay. Aber ich habe da gerade was mit Schmugglerware gesehen. Das könnte interessant werden. Es ist alles niedrig. Wie viel Geld habe ich noch? 2381. Ich werde zum Shop fahren müssen. Hat sie einen?
Ich sehe gerade irgendwie. Nick. Was war das denn jetzt? Okay, Spiel hat sich minimiert. Medusa 6 Geschäftszentrum. Oder soll ich das Risiko eingehen, die Fracht erstmal zu holen? Ja, ich glaube, ich hole erstmal die Fracht. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Episode, das machen wir in der nächsten. Und wenn die erste Episode schon so chaotisch ist und mein Truck schon fast kaputt ist, werden die nächsten vermutlich noch viel besser werden. Aber ich habe Spaß, hoffentlich ja auch. Und ich wünsche euch gutes Trucking, gute Fahrt. Bis bald in der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.